Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Prey. Wir betreten jetzt mal den Raum hier. Ich bin sehr gespannt darauf und freue mich immer sehr, wenn ihr mit dabei seid. Da muss ich den ganzen Müll hier nicht allein erleben. Ja. Nein. Doch. Ich bin natürlich immer sehr hoch erfreut, wenn ihr hier mit mir zusammen durch den Weltraum cruisen tut und so, ja, keine Ahnung, mal gucken, was das Spiel hier noch so auf dem Kasten hat. Ja. Ja, jetzt ist halt mal wieder Ladebildschirm, also sehr schön, sehr eindrücklich, sehr authentisch. Die Talos-Eis umkreist den Mond in etwa 385 Kilometer Entfernung zur Erde. Mehr konnte ich jetzt leider nicht lesen, weil ich zu spät angefangen habe, das Zeug mal richtig zu studieren. Doof würde ich das nennen. Sehr doof. Ja, so richtig doof. Sowas von doof. Oh. Mikrogravitation entdeckt. Mikrogravitation entdeckt. Ja, nein. Also, Mikrogravitation. Dein Transdanzzug ist mit einem Antriebssystem ausgerüstet, mit dem du den rauen Bedingungen des Weltraums trotzen und dich darin fortbewegen kannst. Um in der Schwerelosigkeit zu manövrieren, benutze L für einen Vorschub und drücke L, um diesen zu verstärken. Drücke zum Abbremsen LB und RB. Mit A steigst du nach oben, mit B nach unten. Halte zum Rollen LB oder RB gedrückt. Oh, das wird mir bestimmt übel da drin. Geil. Hui. Oh, mir wird schlecht. Kann ich hier eigentlich... Ah ja, cool. So, hier. Schub. Hui, hui. Kopf angehauen. So, wohin müssen wir denn jetzt? Aha, hier, Leichenhalle. Da komme ich rein. Komm, gib mal Schmackes hier. Hui. Ui. Halt, bremsen, stopp, hoch. So, versuchen wir hier mal reinzugehen. Aber ich glaube, hier komme ich gar nicht rein. Halt. Die Öffnung öffnet sich erst, wenn Sie die manuelle Verriegelung im Innern deaktivieren. Oh. Ist wahrscheinlich am besten. Sie wissen erst, was Sie erwartet, wenn es zu spät ist. Du willst mich doch versammeln hier. Gehen wir da hoch. Nein, halt. So, hier. Ja, halt. So, renn da, falsch, halt, so. Ja. Oh, bitte sag mir jetzt nicht, dass ich hier rausgekommen bin. Zweimal denselben Ladebildschirm für nix und wieder nix, das wäre zum Kotzen. Also, die Teufel gehen verdächtigen Geräusche nach, schleichen hinter ihnen her oder locken sie in Hinterhalt, indem du Gegenstände wirfst, Teufelköder verwendest oder Kräfte wie Doppelgänger einsetzt. Ah, ich schleiche ihnen hinterher. Ach so. Jetzt wollte ich schon sagen, ich hätte noch nie bemerkt, dass sie mir hinterhergeschlichen sind. Diese kleinen Kackviecher. Ja. Tja, Ladebildschirm halt. Kann ich nicht ändern. Das ist halt so, wie es ist. Ja. Komm schon, mach! Ich will nicht die ganze Folge im Ladebildschirm hängen. So, mach schneller! Aber ich glaube, ich habe jetzt die richtige Schleuse gewählt. Hoffe ich doch. Es lädt auf jeden Fall ziemlich lange. So, hier. Nein, das ist scheiße. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass ich hier durch will.
1947, Sowjetunion mit Sputnik 1, den weltweiten ersten Satellitenzahl, schickt. War da irgendwo noch drin? Ja, nein. Ach ja, und, Kacke, das ist eben der Scheiß, wenn man eine falsche Tür hier wählt und der Ladebildschirm und wieder ein Ladebildschirm. Ja. Ich müsste doch jetzt eigentlich eine Schleuse finden, wo ich irgendwo hier durch kann, damit ich dann da rein kann, damit ich dann aufräumen kann und hier weiterkomme und so. Ja, mach. Ich drücke ganz wild den Knopf. Hört ihr es? Aber es geht doch nicht. Jetzt. Mikrogravitation entdeckt. Ja, schön. Auf. So, dann erstmal raus hier. Ich flieg direkt zum Mond. So. Momentchen mal. Ah, ja, jetzt hier. Ja, da, hier. Kopf einziehen. So. Okay. Jetzt hier. Molto correcto grande. Oh, hier gibt's ja massig Zeug zum Einsammeln. Hier auch, komm. Zack. Steuerpanel. Was haben wir hier? Komm mal her. Ersatzteil. So. Menschliche Leiche. Ich nehme an, das kann ich noch nicht reparieren, oder? Nein. Sauerstoff? Brauche ich nicht. Will ich nicht. Oh, hier, da, das ist die Leiche, die ich suche. Weh, es kommt jetzt wieder. Oh, es war so klar, dass der wiederkommt. Aber nennen Sie mich Chief Eliza. Matt. Hier spricht, Dr. Calvino. Tja, Sie haben wohl Feierabend. Oder ignorieren mich. Ich wollte ja. Nur... Ich komme morgen etwas später. Aber behalten Sie morgen bitte gleich als erstes ein neues Mikrolinsen-Array vor. Das alte ist nämlich Schrott. Besorgen Sie sich alles Nötige aus der Werkstatt. Und wenn Clive meckert, nehmen Sie sich's aus dem Lagerschrank, wenn er gerade wegschaut. Offiziell kennen wir den Code zwar nicht, aber ich leite ihn an Sie weiter. Okay, dann hören wir uns das jetzt mal an, dass es nicht immer gleich wiederkommt. Matt Eliza, bitte. Entschuldigen Sie, aber laut meiner Daten heißen Sie Sarai. Das hatten wir schon. Meine Mutter hat den Namen ein wenig angepasst. Geht das jetzt 59 Minuten so weiter? Dann können wir die Sache auch abkürzen. Wir haben über Ihre Mutter gesprochen. Ich dachte, vielleicht könnten wir heute über Ihre berufliche Laufbahn reden. Halt. Die sich daraus ergeben hat. Der Militärdienst war keine Flucht vor Ihrem Gemecker, Matt. Ich war einfach rastlos. Sie war einfach rastlos. So, kann ich nicht mehr. Es hat sich gebessert. Sind Sie jetzt nicht mehr rastlos? Es geht mir gut. Ihr letzter Einsatz war die Evakuierung. Und in den Berichten darüber... Ich habe so viele gerettet, wie ich konnte. 100 Zivilisten für die verlorenen Soldaten. Ja, tragisch. Dennoch, Soldaten unter Ihrem Kommando zu verlieren... War es wert, sowohl für die Überlebenden als auch für den Frieden in der Region. Einen verlorenen Kampf zu führen, nicht gegen feindliche Truppen, sondern gegen eine Art Naturkatastrophe. Es war nicht natürlich, es war das Werk von Menschen. Es hat mich auf das hier vorbereitet, Dr. Cole.
Auf dieser Station ist es das Gleiche. Es wird eine Katastrophe geben. Wir sind gut ausgebildet und schlecht ausgerüstet. Die Forschung ist gefährlich. Die Ergebnisse geheim zu halten ist gefährlich. Daran besteht ja wohl kein Zweifel. Diese Psychotests sind Zeitverschwendung. Okay, das habe ich alles schon angehört. Das ist schrecklich. Das war etwas anderes. Wie komme ich denn jetzt hier? Irgendwo muss doch... Diese Informationen sollten eigentlich vertraulich sein. Irgendwo muss doch seine Schlüsselkarte sein. Wo ist denn die? Hallo? Oder aktuell nicht? Da, was geht dich das an? Die Sanitärtechnikerinnen wurden zusammengesetzt. Oh, Schrotpatronen. Oh, nice. Des Sanitärbereichs und wir haben keine Beziehung. Nicht mehr. Ach, und diese Trennung. Haben Sie sich geärgert? Probleme mit Autorien. Scheiße, ich bin fertig hier. Melden Sie mich ruhig den News. Ist mir egal. Sie bringen die Station in Gefahr, so wie bei Transtar North und auf der Erde. Dreckskerle, Sie werden das unter Ihrem Psychoscheiß begraben. Ach, noch was. Ah, hier ist die. Hier ist die Schlüsselkarte. Sie haben ihn gefunden. Nicht überraschend. Gut gemacht. So, jetzt muss ich nur den Eingang wieder finden. Ui, ah, So, wo war das hier? Komm schon, gib alles, Mädchen. Aufstieg. Und dann. Oh! Der Zug wurde beschädigt. Oh! Aua! Das hab ich gespürt. Au, 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 ah, au, ah, ah, au. Ich komme nur noch ganz langsam voran. Au, 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 au. Au, au, au. Geh auf, ich muss da rein. Au, 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 au. Oh, ich bin sicher, dass ich da rein will. Oh, das hat wehgetan. Erstmal quer durchs All. Au, 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 au. Dann durch den Weltraum treiben und erstmal. Ah. Ah. Tut mir leid. Das ist ganz normaler Wahnsinn hier. Ganz normaler Wahnsinn. Für alle die, die meinen Kanal noch nicht kennen, das ist ganz normaler Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn. So, würdest du jetzt bitte ein bisschen schneller laden? Danke. Geht doch. Da wird jetzt mal einen Tag lang wärmer und schon habe ich hier Fliegenviecher drin. Oh, ich kann kotzen. Ich fress die Mistviecher gleich. Dann werden sie wieder ausgekotzt, dann fress ich sie nochmal. Natürlich nicht. Ich bin ganz tierlieb, ganz freundlich zu allen Gottes Lebewesen. Außer zu Fliegen und Spinnen. Die hasse ich wie die Pest. So, ich würde mal sagen, wir... heilen uns erstmal hier. Komm, njom, 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 oh. Njom, njom. Habe ich sonst noch was? Ja, hier, njom. Sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr zu spachteln. Aber hier Anzug, Reparaturkit, hauen wir auch rein. Noch eins, so. Dann ist der auch wieder ein bisschen. Ja, komm, hier haben wir uns noch so eins rein. Sieht doch schon besser aus. So. Jetzt hier. Hier. In die Werkstatt. Ich muss gehen. Nein! Lass das. Ich mag das nicht. So. Auf. Ja, ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin! Ja! So, schauen wir uns hier erstmal um. Mal schauen. Da, da, ausgefranstes Kabel. Nehmen wir mit. Was zum... Was ist da?
Was ist das, bitteschön? Oder anders gefragt, will ich wissen, was das ist? Nein! Objekt benutzen. Oh, was habe ich? Ich war das nicht. Was habe ich gemacht? Ah! Ah! Keine Verbindung. Aha. Videowiedergabe. Aha, was ist das? Keine Verbindung zum Host. Ja, schön. Keine Verbindung zum Host. Netzwerkeinstellung. Das kenne ich noch von meiner Xbox her. Das hier. Serverstatus online. So, hier, dann hier, Testphase 1. Keine Verbindung. Testphase 2. Nein, auch nicht. Geh mir nicht auf den Sack. Getrennt. Alle Bildschirme per Tipps breit. Nehmen wir den hier mal. Serverstatus online. Okay, dann gucken wir nochmal. Nein, so komme ich hier nicht weiter. Okay. Kein Ding, kein Ding. Ich gehe mal hier gucken. Was haben wir hier? Technik der Regelkreise. Auszug aus dem Nachwort zu Die Technik der Regelkreise von Sven Schirde. An dieser Stelle greift eine Metapher. Normalerweise besteht das Ziel der Regelungstheorie darin, die Ausgabe eines Systems zu kontrollieren mit der gewünschten Ausgabe, dem Referenzsignal, zu vergleichen. Die Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem gewünschten Signal, die Regeldifferenz, wird als Rückkopplung an den Eingang des Systems gegeben, um die Ausgabe näher an die Referenz zu bringen. Gute Regelkreise und gute Ingenieure lernen also aus der Vergangenheit. Schön, was lerne ich daraus? Nicht. Warum? Weil ich so doof bin. Spezieller Reisebecher, Dr. Galvino. Alles klar, ich kümmere mich sofort darum. Mary, Dr. Galvino hier. Ich möchte, dass Sie einen Reisebecher anfertigen, der exakt 170 Gramm wiegt. Natürlich im leeren Zustand. Hallo, Ruhe, ich bin am Lesen. Meine kraftlosen Hände brauchen einen leichten Behälter für meinen Kaffee. Ich lege als Dank ein gutes Wort bei Dr. Thorstein für Sie ein. Wagenmodifizierung. Natürlich, Clive. Clive, Dr. Galvino hier. Modifizieren Sie eine der Wagen bitte so, dass sie bei 170 Gramm ein An-Aus-Signal sendet. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn Sie fertig sind. Technische Datenlogging. Lorenzo, ich habe einen Blick auf die Daten geworfen, die du mir geschickt hast. Ich sehe da ein Problem. Mir war nicht bewusst, dass die Rechenleistung und Speicherkapazität so stark runtergeschraubt hast. Was, wenn jemand dem Hauptserver mit der Rohrzange kommt? Schmiert dann das ganze System ab? Wie auch immer, komm vorbei, sobald du Zeit hast. Dann besprechen wir die Einzelheiten. Ich hätte ein paar Vorschläge, falls du empfänglich bist. Dafür empfänglich bist. Jürgen. Aha, der heißt so, wie die Frösche ein Geräusch machen, wenn man ihnen den Kopf umdreht. Jürgen. alles nur Spaß. B, heute, C, heute, was? Ich verstehe das nicht hier. Ich bin nicht die hellste Leuchte im Lampengeschäft. Mit anderen Worten, ich bin doof. Kann ich hier noch was? Ausschalten. Nein, lass mal eingeschaltet. Nö. Den hier. Okay, Serverstatus online. Dann, ich gucke jetzt einmal alle durch. Wird wahrscheinlich bei allen heißen Serverstatus online. Online. Oh, Verbindung wird hergestellt. Bildschirme sind wieder online. Gehen Sie schnellstmöglich zurück in Ihr Büro.
Es ist wichtig, dass Sie den Rest Ihrer Nachricht hören. Wir treffen uns dort. Aber ich hab da das Glas da dabei. Und läuft es? Lichtfelderfassung scheint etwas heiß. Wo ist der Photometer? Das Handgerät. Haben Sie ihn? Nein. Ja, gestern hatten wir zwei, jetzt finde ich nicht mal einen. Wir hatten immer nur einen. Unsinn. Haben Sie wohl vergessen. Ja. Sie gehen? Ich dachte, wir wären fertig. Gut. Dann schalten Sie es aus. Sind Sie etwa wütend auf mich? Nein, es ist nur so spät. Gehen Sie. Schlafen Sie. Und Sie? Und ich? Ist schon in Ordnung. Ich mach das fertig. Okay, ich schätze, wir sehen uns später. Schätzen Sie? Was? Sie sagen immer, schätze ich. Das klappt, schätze ich. Bis später, schätze ich. Sie sind Wissenschaftlerin. Schätzen Sie nicht, wissen Sie. Oder schweigen Sie. Das ist alles. Gute Nacht, Dr. Calvino. Der Rampiskatolle. Sie, ich verstehe Sie sehr gut, Sir. Halt, wo gehst du hin? Was wäre das da? Aha. Sieh mal an, das kleine Schweinchen. Hier drüben. Kann ich denn hier irgendwas... Moment, wo ist sein Kaffeebecher? Becher, nicht Bäcker. Wo? Erstmal muss ich aus dem Modus raus. So, dann hier, ich hab ihn. Nimm mal mit. So. Ui, Neuromod und Erfolg. Kaffeepause. Yeah. So, also hier habe ich sonst auch alles. Das heißt, ich muss jetzt noch zurück in die Haupthalle. Oh. So, dann hier durch wahrscheinlich. Yep. Randall Wood, Leuche. Wo war's denn hier? Dann hier hoch, genau. Diese, komm schon. Und was ist hier? Sonnengetrocknete Tomaten. Und ich mag nicht mal Tomaten. Da kriege ich immer so ein rotes Gesicht von. Das Geschütz ist defekt. Weißt du was? Dem gebe ich jetzt hier. Was denn? Komm her. Komm her, wo ist er? Hier, er kommt. Er geht. Komm her, zack. So, Pistole. Ja, Sir. Hey, yeah. Was ist das? What's this? Recyclerladung. Wenn eine Recyclerladung explodiert, zerlegt sie die molekulare Struktur von Objekten in ihrer Nähe. In recycelbare Materialien. Deine Uniform bietet dir zwar etwas Schutz, aber sie ist nicht vollkommen sicher. Es ist daher gefährlich, einer Recyclerladung zu nahe zu kommen. Eine Recyclerladung werfen oder sie an stationären Objekten befestigen. Ja, das ist ja nice, ja schön. Ui. So.
Dem habe ich es aber gegeben, aber richtig. Uiuiuiui, hier kommt jemand schon trinken. Ja. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ah. So, mehrere Ziele. Was sind hier mehrere Ziele? Lobby. Da, Lobby da hier, da Lobby da da. Ja, ich glaube, ich muss in die Richtung. Oder? Ich gehe mal schnell hier gucken. Ja, hier bin ich wieder hier. Was zum... Ich mach zu. Ja, nein, halt. Hier durch. Weg, 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 Lobby. Ich bin kein Lobbyist, aber ich gehe in die Lobby. War das schlecht. Also hier erstmal eine kleine Zwischeninfo. 1958, die USA schickt Explorer 1 ins All, den ersten amerikanischen Satelliten. Später im Jahr starten die Sowjets die Weltraumsonde namens Vorona 1. Hier eine kleine Zwischeninfo. Wer es bis hierher geschafft hat, du bist spitze. Danke dafür, dass du so lange durchgehalten hast. Echt, bei meinen schlechten Witzen, bei meinem schlechten Spiel, so lange durchzuhalten. Das echt. Hut ab. Wenn ich einen Hut an hätte, würde ich ihn die vor dir ziehen. Zieh! So. Ach, die Folge neigt sich auch schon am Ende zu. Ach, das Didier ist unglaublich. Auf der Arbeit eine halbe Stunde, eine Ewigkeit lang. Und hier eine halbe Stunde fix rum. Das ist unmöglich. Unglaublich und der absolute Wahnsinn. Ja, ganz normaler Wahnsinn bei mir auf meinem Kanal. Ja. So, ich bin in der Lobby. Ha. So, was haben wir hier? Leichenhalle? Video. Ha. Ha. Ich hoffe, da haben wir nicht gesehen. Hoffentlich haben wir das nicht gesehen. Spring! Und spring! Jetzt! Nein! Lass das! Peng, 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 peng! Komm her! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Oh Gott, nein! Halt! Oh, Kacke! Oh, ach du grüne Nöne! Ach du meine Güte, mein jetzt! Hier erstmal futtern, einverleiben. Habe ich noch mehr? Bitte mehr zum Futtern! Nein, ich habe nicht mehr zum Futtern! Stopp, 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 stopp. Halt, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Nein, 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 lass das. Nein, 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 nein. Oh, Kacke, oh, Kacke, oh, Kacke. Oh, nein, jetzt sind da schon zwei. Ich raste hier gleich aus. Ich raste hier gleich aus. Bleib stehen. Nein. Gottchen, 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 Lieselottchen. Nein! Oh, fuck. Was soll denn der Scheiß, bitteschön? Was soll denn der Scheiß, bitteschön? Oh, mein Gott. Ja, ja, komm hier, ist okay. Jetzt bin ich darauf vorbereitet. Jetzt bin ich sowas von darauf vorbereitet. Wenn mir jetzt so ein Arsch entgegenkommt, dann hier reiße ich den Kopf ab. So, und zwar noch bevor er diese anderen dazu ziehen kann. Hier oben war der.
habe ich ihn erwischt. Das kannst du schön lassen. Ah, jetzt gibt's einen braven Sack hier. Halt! Nein, halt! Halt hier! Au, au, au! Irgendwas hat auf mich gefeuert. Oh nein, 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 schnell, rein ins Büro, rein ins Büro. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg. Ah, du kleines Kackvieh, geh weg. Ich hänge fest. Nein, ich hänge fest. Nein! Oh mein Gott, nein, 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 nein. Sinn. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Das gibt es doch alles ja nicht hier, das Scheißspiel, ey. Oh. Das darf doch nicht wahr sein. Also, letzter Versuch. Die sind aber ganz schön hart im Nehmen, muss man denen lassen. Ich möchte ja schon lange eine Schrotflinte erwähnen. Welcher? Au! Au, 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 au! Lass das sein! Wo sind? Ah! Nein! Ich zweifle hier noch gleich, ich fange gleich an zu heulen. Ich hab schon alles durchsucht. Der kommt hier rein. Nee, der kann hier gar nicht rein. Okay. Jetzt ganz vorsichtig. Einen Moment, hier kann ich ja trinken. Trinken und Wasser lassen zugleich. Gibt es doch ja nicht. Ist der scheiß Boden kaputt? Ich raste aus hier. Ja, ich würde mal sagen, ich lasse es mal für jetzt. Wir krallen uns dann diese Bösewichten in der nächsten Folge mal so richtig am Arsch und dann hier auseinanderziehen. Glukanone rein, bis zu den Ohren wieder rausschießt. Ganz ruhig, Nemesis. Einfach tief durchatmen. Ganz ruhig. So, ja, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. So richtig dolle. Ja. Das ist natürlich nur metaphorisch gemeint. Also, ciao, tschüssi, macht's gut.